Früher war sie mal ziemlich farbig, wie das Foto zeigt. Dem Besitzer hat es aber gar nicht gefallen. Es war sehr viel Zementverputz und Gipsverputz, teilweise bis 3 und 5 mm. Und wir hoffen, dass sie eigentlich so in der Form, wie sie jetzt ist, bleiben kann. Die Madonna hat nicht sehr toll ausgeschaut. Das Kind schaut nett aus, weil sie so den Schleier so bewegt. Und die Mutter irgendwie kühl, die steht da auf einem Krieger. Also was das für ein Krieger ist, weiß ich nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Eine große Figur einer Maria. Ja, haben Sie die schon lange bei sich in der Familie? Die ist bei meinen Urgroßeltern schon gestanden. Und die haben sie ihrer Tochter zur Hochzeit überlassen. Aha. Zur Auswahl hatte sie zwei Dinge, ein großes Kreuz oder die Madonna. Und sie hat dann die Madonna gewählt, weil das Kreuz zu groß war. Ja, seitdem ist sie in unserer Familie. Sie kommt aus dem Chiemgau, aus dem Aachental. Das wissen Sie? Das weiß ich. Und warum wissen Sie das? Erzählen Sie uns das bitte. Ich habe früher Ahnenforschung gemacht. Aha, okay. Ja. Und ich weiß, wer meine Urgroßeltern sind. Ja. Und die hießen alle immer Florian Wimmer. Okay. Mhm. Bis 1600 noch was. Okay. Aber das weiß ich nicht, ob sie damals schon in der Familie war. Aha. Und daraus entnehmen Sie, dass die auch aus dem Chiemgau kommt? Die ist in erster Linie aus der Gegend von Marquardtstein. Also die Familie hat dort gewohnt. Okay. Und deswegen nehmen wir an, aha, dass sie einfach von dort stammt. Ah, das ist interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir sie hinverorten. Eine schöne, gekrönte Gottesmutter mit einem Schleier, der links und rechts vom Haupt herunterfällt. Die Haare, die auch sehr schön ausgearbeitet sind, bedeckt. Und dann sieht man gleich vor der Brust dieses schön komponierte Kind. Das ist ganz außergewöhnlich schön. Es hängt so halb und strampelt, es bewegt sich. Maria hält es nicht nur, sondern es hat ein Eigenleben. Aber wie? Und das nicht nur, indem es sich bewegt und strampelt und den Betrachter anschaut, sondern es zieht auch noch den Schleier der Mutter Gottes übers eigene Haupt und macht sich sozusagen selbstständig. Ja. Auf eine ganz kecke und kühne Weise. Und das gibt, glaube ich, diesem Stück so seinen ganz besonderen Reiz. Ganz was Besonderes, ja. Man hat aber natürlich dann auch noch mal die bildhauerische Qualität, wenn man weiter runterschaut unter das Beinchen. Da sieht man, hier ist ganz tief geschluchtet worden. Also ein Bildhauer, der gezeigt hat, dass er den Holzblock auch durchbrechen kann. Dass es ihm keine Mühe macht, solche großen Faltenstege stehen zu lassen. Das ist immer ein Ausweis auch von handwerklicher Kenntnis, die jemand hat, neben der künstlerischen natürlich. Und dann fällt das Ganze in einem ganzen Gewirr und einem ganzen Gebirge nach unten. Und Sie haben sicher schon festgestellt, Maria steht ja auf einer Art, ja, hier Felsblock, aber darunter wölbt sich noch etwas. Die Mondsichel und der Satan, nehme ich an. Naja, man sieht vor allen Dingen hier ein Gesicht unter dieser Mondsichel. Und das ist etwas, das uns zunächst mal sagt, wir haben es mit dem Typus der Mondsichel Madonna zu tun. Und zwar mit einem ganz fast ursprünglichen Exemplar dieses Typs, der im hohen 14. Jahrhundert entsteht. Hier sind wir etwas später. Und zwar ist die Mondsichel dann immer personifiziert. Genau. Sie hat immer ein Gesicht. So ist es. Also der Mond, oder manchmal ist es hier eine Frauenfigur mit einem Tuch. Warum eine Frauenfigur? Luna. So ist es. Luna, lateinisch, die Mond, müsste man sagen. Und deswegen hat hier ein Frauengesicht Platz gefunden. Und darunter gibt es dann noch die Schlange. Das könnte sein, dass die sich hier rumwindet. Das kennen wir natürlich. Die Schlange tritt auf die Sünde, auf den Teufel. Also, interessant. Jetzt wollte ich von Ihnen wissen, wenn ich mir die Farbe anschaue von der Maria, hat die immer schon so ausgeschaut oder was? Wie? Nein, nicht. Die hat ganz katastrophal ausgesehen. Aha, okay. Die Fassung, die okay. ist aufgeplatzt, gesprungen. Okay. Okay. Es war eine Verschlemmung drauf aus Zement und aus Gips, teilweise 3 bis 4 mm dick. Aha. Und ich habe sie dann fürchterlich vorsichtig mit einem Skalpell abgenommen. Sie? Ja. Sind Sie Restaurator vom Beruf? Nein. Nein. Aber ich traue mir so eine Arbeit auch zu. Okay. Das habe ich gemacht und das kam dann drunter raus. Okay. Und das haben wir dann so gelassen, wie es daraus kam. Wie man es vorgefunden okay. hat. Interessant. Also, was wir jetzt hier sehen, ist weitgehend das Weiß. Das ist die Grundierung. Wenn ich das genau anschaue, da findet man auch nicht viel Krakelé drin. Also, ich fürchte, dass auch diese Grundierung nicht die originale Grundierung ist.
diese Maria, und das sieht man ja auch, und das kann man an verschiedenen Sachen feststellen, dass wenn Sie es mal genauer betrachten würden, dann würden Sie sehen, dass es gewisse Wurmlöcher gibt, die schon da sind und die aber gefüllt sind mit diesem weißen Grund. Das kann also nicht original sein, weil diese Wurmlöcher vorher schon da waren. Sehe ich so. Also gehe ich davon aus, alles das, was da jetzt da ist, gehört eigentlich auch nicht hin zur originalen Substanz. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn ich mir vorstelle, dass da 3-4 Millimeter drauf waren, dann hat man ja die Details gar nicht lesen können. Also zum Beispiel diese wunderschönen, zackigen Schleier. Und diese, es war alles verschlemmt. Alles verschlemmt. War großartig. Wo kommt sie nun her? Wenn wir vom Motiv ausgehen, ein solch lebendiges, quicklebendiges Jesuskind mit dem Schleier über dem Kopf, so etwas ist erfunden worden Mitte des 15. Jahrhunderts am Oberrhein. Straßburg, dort sind solche Motive erfunden worden und die wandern dann Richtung Osten. Es gibt einen großen Bildhauer, Niklaus Gerhard von Leiden, genau, dessen Schüler über das Inntal, über Salzburg bis nach Wien gehen, genau, er selber auch. Und wenn Sie sagen Chiemgau, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen noch weitergerückt, Inntal, Salzburg. Das wäre der Ort, wo man den Bildschnitzer verorten müsste, der das Stück 1470, 1480 vielleicht spätestens geschnitzt hat. Würde ich denken, ja. Also die Qualität. Ich habe sie in diese Zeit eingeschätzt. Diese Qualität ist. Ich wollte aber noch was sagen. Gerne, auf der Rückwand waren noch Stoffreste, ganz kleine, so 2-3 Stück, so mit 1-2 Quadratmillimeter großer Fläche. Okay. Und die haben wir aufbewahrt. Die waren angenagelt. Ja, das kann sein, dass man da versucht hat, eben die Fassung drüber zu machen, weil irgendwelche Löcher zugemacht werden müssen. Das hat man oft gemacht, dass man bestimmte Fehlstellen mit den Leinen zugemacht hat. Es war hier drunter noch eingewickelt ein Stoff, ja, das war Flachs oder irgend so. Ja, ja, auch das hat man oft gemacht. Und das war versetzt mit Leim und so weiter. Und das kam alles raus, ist rausgebröselt von selber. Das kann alles sein, weil das hat man dann versucht, oft reinzumodellieren und hat das mit dem Grund befestigt und hat dann darüber gefasst. Das könnte sogar ursprünglich gewesen sein. Aha. Das ist nicht unbedingt falsch. Jetzt kommen wir mal zur Einschätzung vom Preis. Tja, wir leben heute in einer Zeit, wo mittelalterliche Plastik nicht mehr so besonders geachtet wird, wie das vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Trotz alledem ist das, finde ich, eine fantastische Qualität. Vor allem aus einer Zeit, wo man nicht so oft was findet. Vor allem das kleine Kind mit dem Schleier, das ist ja, sowas findet man ganz, ganz selten. Ich kann mich gar nicht erinnern jetzt, im ersten Moment, dass ich das schon mal gesehen habe. Also die ist so, so besonders, auch die Figur als Mondsichel-Madonna. Also, was machen wir? Die Fassung ist leider nicht gut. Ich würde es auch in dem Zustand nicht lassen. Da muss man sich mal mit einem wirklich tollen Restaurator unterhalten, was man da besser machen kann. Aber dieses Weiß, finde ich, stört die Oberfläche sehr. Auch vor allem in ihrem Gesicht. Das Gesicht kann man gar nicht gescheit lesen. Aber trotzdem ist die Figur 30.000, 40.000 Euro wert, auf jeden Fall. Also was ganz Tolles, was ganz Besonderes. Heben Sie es gut auf. Und ich glaube, es ist wert, jeden Euro hineinzustecken, um das Objekt perfekt herzurichten. Auf jeden Fall. Und ich wünsche mir, wenn es schon so lange in der Familie ist, dass es auch in der Familie bleibt. Weil das ist was Besonderes. So ein Stück schon so lange bei sich zu haben, ist ein Privileg. Vielen Dank, dass Sie es uns gezeigt haben. Eine schöne Überraschung. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, ich bin ganz erstaunt und aufgeregt, muss ich sagen. Ja, also das haben wir jetzt nicht erwartet. Ja. Wir werden und gemeinsam versuchen, da jetzt einen Konsens zu finden und dann mit einem Fachmann mal darüber reden, was da am besten ist. Aber keine neue Fassung, die schlecht ist, lieber so lassen, wie es ist. Weil ich habe festgestellt, nachdem diese schlimme Fassung weg war, war ich so überzeugt, dass das ein wunderbares Werk ist. Und deswegen will ich sie nicht verschlimmbessern.